Hallöchen und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne, die hier sitzt. Ich muss jedes Mal gucken. Ich bin jedes Mal wieder irritiert und ich weiß es wieder nicht. Ich hoffe einfach, dass ich nicht in die falsche Richtung zeige, wenn ich sage, mit dem großartigen André Laupe. Und es ist die richtige Richtung. Danke, danke für die Blumen. Ja, ich mich auch. Wie geht es deinem Fenster, Romy? Das letzte Mal mussten wir leider pausieren, weil du einen schweren Windows-Ausnahmefehler hattest. Ein ja, Spinnennetz. Ich bin auch ehrlich gesagt, genau, also es war ein erstaunlich großes Spinnennetz. Das hatte ich wirklich so auch noch nicht gesehen. Dieses kaputte Fenster ist nach wie vor hier an meiner Seite. Aber in der Zwischenzeit ist da gut Polsterfolie dazwischen gekommen. Es gab so Weihnachten ein paar Bestellungen und da war noch Folie drin und da. Die halten jetzt gerade mich warm, damit ich hier entspannt sitzen kann. Inzwischen waren Handwerker da. Das Fenster sei bestellt. Ich lasse mich überraschen, okay, wann denn das neue Fenster kommt. Okay, wir können gespannt sein. Ich werde berichten. Ja. Ja, bei mir ist der Handwerker auch leider noch nicht da. Also ich habe immer noch keine Tür. Ich habe immer noch den improvisierten, sehr schweren Deckel, der hier oben das Zimmer zusandet. Und der mich davon abhält, zügig hier diesen Raum zu verlassen. Aber ich glaube nicht, dass ein Feuer ausbricht. Und ich schnell fliehen muss, aber ich glaube, dann würde ich es auch hinkriegen und so. Aber es ist noch nicht alles da. Und tatsächlich fehlt von meinem Setup noch ein elementares Teil. Ich hoffe, ich will nicht zu viel versprechen, aber die Sterne stehen gut, dass ab nächste Woche Dienstag, sollte es soweit sein, dass ich mich hier zu euch nicht nur setzen kann, sondern dass ich mich auch hierhin stellen kann, dann kann ich nämlich endlich an diesem Arbeitsplatz, so wie er gedacht ist, arbeiten und den Stream im Stehen machen und muss nicht sitzen, sondern kann hier vor der Kamera herumturnen und was die Sache allerdings erschwert, ist eben, dass alles, Mikrofon ist bereits am Tisch installiert, aber die Lichteinrichtung noch nicht. Das heißt, im Moment, wenn ich den Tisch jetzt hochfahren würde, dann würde der Tisch das Stativ umwerfen und ich wäre nicht mehr beleuchtet und ihr könntet mich nicht mehr sehen. Deswegen, ja, aber das soll nächste Woche endlich da sein. Und dann gibt es eine kleine Neuerung. Und ich habe noch was anderes vor, wenn wir hier die Tür haben. Noch eine kleine Spielerei für den Stream. Das will ich aber noch nicht verraten. Aber ich glaube, also das wichtige Zeug steht schon hier zu meiner Linken, was ich dafür brauche. Und ja, das wird ganz super. Das ist übrigens, ich habe gerade so drüber nachgedacht, das würde ja auch ganz neue Kanalpunktmöglichkeiten mit sich bringen, wenn du dann stehst. Dann wird ja, ja, aus dem André streckt sich vielleicht auch noch mehr. Genau, da kann ich dann tatsächlich Leibesübungen machen. Ich habe ja hier eigentlich auch einen Tisch, an dem ich stehen kann. Und vielleicht mache ich dann auch mal mit. Dann muss ich mir das hier nur ein bisschen anders einrichten. Ja. Mal gucken. Vielleicht stehen wir dann einfach zusammen. Ja. Vielleicht, warum nicht? Genau. Ja, aber es ist noch das ein oder andere geplant. Im Hintergrund wurden schon bin ich auch schon in Feinheiten dieser tollen Streaming-Technik eingeführt worden. Also. Oh, Rasengras, Lip-Sync haut bei Romy nicht ganz hin, Video hängt ein bisschen. Ja, das ist so. Und ich sehe gerade, dass der Stream wahrscheinlich auch etwas hängt. Ich habe hier nämlich gerade ein rotes Licht. Und ich hoffe, wir sind immer noch live. Und ihr könnt mich immer noch sehen. Rasengras, du hast es beschworen. okay, Framedraw. Ich sehe hier, bei meiner Seite habe ich ein paar ausgelassene Frames. Tatsächlich.
Dass Romis Video hängt, das kann zwischenzeitlich immer mal passieren. Da bin ich, da sind wir immer noch nicht ganz auf dem grünen Zweig. Ich habe heute was probiert, was wir dann der Ruhe wegen abgebrochen haben, damit wir noch ein bisschen Pause haben, bevor es losgeht. Aber man muss auch sagen, Romy, wie alt ist dein Laptop, in den du gerade hineinschaust? 10 Jahre, was hast du? Oder 9? Ne, die 10 hat er auf jeden Fall schon. Okay, das heißt also, wir operieren hier mit durchaus bemerkenswert betagter Hardware. Dafür, dass nur sehr wenig unsynchron läuft bei Romy, finde ich es gar nicht schlecht. Da wird sich auch noch einiges dran ändern. Ich habe hier schon wieder ein rotes Licht. Fällt mir gerade ein, gekauft habe ich den Laptop übrigens während meines ersten Wissenschaftsjobs am Institut für Hochschulforschung. Ah. Das war so mein erster richtiger Job nach meinem Abschluss und ging das Gehalt dann auch in den Laptop rein. Verrückt. Ja, das ist verdammt lang her. Rasengras sagt gerade im Chat, dass er das Gerät kennt, was du benutzt. Er kennt das Gerät, das ich benutze. Ja, anscheinend. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt brauche ich definitiv mehr Hinweise. Ja, reveal yourself, Rasengras. Genau. Genau, aber auf jeden Fall, falls noch mal Frame Drops reinkommen, ich habe, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber OBS zeigt mir hier an, dass es ein bisschen dünn ist von der Übertragung. Jetzt wird das Licht gerade wieder grün. Ich habe ein paar gedroppte Frames. Wenn irgendwas ist, schreibt's gerne in den Chat. Ich weiß nicht, ob heute irgendwie der Wurm drin steckt, aber sollte eigentlich nicht, weil die Zahlen sehen gut aus. Und ich bin mit dem Prozessor und auch mit der Grafikkarte noch nicht am Anschlag. Ach so! Du sitzt jetzt im Nachbarzimmer, alles klar. Okay. Ja, okay, dann wir machen wir heute. Wir probieren das mal. Hä? Wir probieren das mal. Mal gucken, wie das heute, das heute funktioniert. Oh, jetzt will ich das Spiel auch. Ja, ich glaube, das Spiel ist relativ laut, sehe ich gerade, ne? Ich muss mal ein bisschen an der Musik drehen. Wir hatten nämlich mehrere Updates. Und ja, das hatte ich befürchtet. Ja, ein bisschen sehr laut. Ich habe die Musik jetzt runtergenommen. Ich hoffe, so ist okay. Und dann haben wir das Klicken trotzdem noch, damit man das vom Spiel hört. Ich hoffe, so ist es besser, Horsti. Ja, wir spielen weiter Real Politics 2 als Neuseeland. Und wir haben, ich würde mal sagen, unsere Weltsicht während auf dieses Spiel, also jetzt nicht die Weltsicht auf die Welt an sich, sondern wir haben ja einiges gelernt, wie wir verfahren. Also wir sind mit Neuseeland, mit den wenigen Distrikten in einer ziemlichen Aktionspunktekrise. Action Points. Wir müssen immer unsere Blockpartner fragen, dass sie uns doch bitte dabei helfen, dass wir Politiken umsetzen können, wofür wir Aktionspunkte brauchen. Da haben wir pro Monat minus 46. Das wird aber besser, je höher unser Index der menschlichen Entwicklung, ne? Hier oben ist es noch nicht übersetzt. Steigt. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen irritiert. Sind wir hier... Es sieht so aus, als ob die Sprache zurückgesetzt ist auf Englisch. Other. Ja. Deutsch. So. IME steht Horsi jetzt hier auch. Horsi hat auch noch Anmerkungen. Und zwar, einerseits ist die Musik immer noch ein bisschen laut und jetzt kommen die Frame Drops, sagt er. Okay. Ich habe die Musik noch ein Stück runtergenommen. Und ich sehe jetzt
Jetzt sollte es besser sein. Jetzt sollten keine Frames mehr gedroppt werden. Aber ich sehe es auch. Aber tatsächlich. So. Wie ist jetzt die Musik? Für mich schon echt leise mittlerweile. Aber auszuhalten. Auf jeden Fall sehe ich auch, dass hier irgendwie ein bisschen was. Also so sollte es jetzt besser sein, hoffe ich einfach mal. Ich kämpfe hier immer noch mit dem einen oder anderen. Ich hänge auch meinem Internetprovider in den Ohren. Weil dieses Ganze hier, was ihr hier seht, kommt über LTE zu euch geströmt. Und das ist jetzt nicht das Allerbeste. Und ich hoffe, dass es demnächst die Möglichkeit gibt, dass ich über 5G hier ströme. Ich bin mittlerweile umgezogen an einen kleinen Ort, wo man nicht wirklich viel DSL bekommt, nämlich nur 4 Mbit oder 5 Mbit Download und Upload, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und dementsprechend habe ich mich auf diese Mobilfunktechnologie verlegt. Und ich hoffe, dass das hoffentlich bald mit 5G was wird, sodass Streamen nur nicht gerade so funktioniert, sondern wirklich gut. Ja. So, jetzt genug Vorgeplänkel, würde ich sagen, ne? Wollen wir mal was machen? Was haben wir denn? Wir setzen gerade ein Projekt um, pro Immigration. Und wir haben Besiedlungsprojekt verfügbar. Besiedlungsprojekt umgesetzt, internationale Zustimmung. Achso, grundlegende militärische Integration setzen wir gerade um in unserem Blog, genau. So, und Australien ist unser Blogpartner im Moment. Wir können mal gerade gucken. Blog-Zusammenstellung ist nur Australien. Und da haben wir 160 Zustimmungen. Ab 110 verlassen sie den Blog. Und wir können sie in 16 Tagen für Ask for Governmental Assistance, also um Regierungsunterstützung bitten. Und dann kriegen wir, wenn das klappt, 2500 Aktionspunkte, die wir für alles Mögliche brauchen. Also, wir sind hier schon wieder in einer kleinen Krise. Aber so ist das halt, ne? Wir hätten auch gerne einen Überschuss an Aktionspunkten, um solche Sachen ihr Besiedlungsprojekt Wasserbesiedlung den nächsten Schritt zu machen, Forschungsexpedition, können wir nicht machen, weil da brauchen wir 3500 Aktionspunkte für und wir haben im Moment 161. Der Rest unserer Wirtschaft sieht okay aus und wir haben auch echt unseren Index für menschliche Entwicklung gepusht beim letzten Mal. Genau. Also ich glaube, das ergibt auch Sinn, das genauso weiterzumachen. Ja. Weil das uns einfach gut Aktionspunkte bringt und dann auch die danach folgend möglichen Sachen uns auch immer wieder Aktionspunkte bringen. Wir haben jetzt nicht das große finanzielle Problem, die Wirtschaft steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt, ich glaube der Bildungsindex irgendwie stieg auch, also es wurde alles irgendwie besser und wie gesagt, Geld haben wir eh. Es mangelt ein wenig an Aktionspunkten und insofern einfach weiter darauf konzentrieren. Das scheint im Sinne dessen, was wir mit diesem Spiel vorhaben, glaube ich, gerade der richtige Weg zu sein. Genau, dann lassen wir mal weiter Zeit verstreichen. Wir haben wieder eine Aktion. Aufträge. Kleine Kredite machen Schuldner, große Kredite machen Feinde. Machen Sie Schulden. Wir würden 50 Punkte bekommen, wenn wir Schulden machen. Ja, weiß ich nicht. Schulden aber, also, größer als 1. Können wir machen. Wir haben ja die Möglichkeit, Kredite auf... Ja. Genau, wir haben ja auch die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Man kann die ja auch sofort wieder zurückzahlen. Ja, wenn Darlehen. Wenn ich mich recht entsinne. Genau, wir könnten Darlehen aufnehmen über... Weiß ich nicht. Komm, machen wir mal irgendwie wenigstens 1000. Na gut. Ja. Bestätigen. Auftrag abgeschlossen.
50 Punkte. Die Punkte sind etwas, was die später die Gewinnbedingungen nach 100 Jahren Spiel beeinflussen. Ja, super. Dann können wir jetzt mal direkt den Kredit Schulden zurückzahlen. Oh, guck, und 1028 sind's. Ja. Ja, aber das so Geld haben wir. Kann man dieses Prinzip der Zinsen irgendwie auch gut nachvollziehbar erklären. Ja. Ja, das war ja jetzt leicht. Genau, die Aktion fand ich ganz schön. Ja, wir mussten irgendwie nicht großartig nachdenken, wir mussten nicht abwägen zwischen irgendwas, sondern es war so, ja gut, dann machen wir das halt, wir wissen, es kostet uns maximal ein bisschen Geld und haben dafür Punkte für die Siegbedingungen bekommen. Okay. Ja. Was ich übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich so diese Perspektive sehe, Neuseeland und Australien. Ja. Wir kriegen halt auch vom Rest der Welt überhaupt nicht mehr viel mit. Also wenn wir nicht gerade, entweder weil jemand im Chat uns darauf hinweist, dass wir doch international uns mal wieder mit jemandem zusammentun könnten. Aber eigentlich, wir kriegen von den anderen super wenig mit. Ja. Also, außer oben kommt mal irgendwie so ein, es ist so ein bisschen wie wenn du Nachrichten liest und es geht die ganze Zeit nur um das, was bei irgendwie im eigenen Land passiert. Und ab und zu irgendwie, oh, da ist mal was, da gibt's kurz eine Überschrift und dann ist es aber auch schon wieder egal. Genau, und es gibt eine... Wisst ihr, jetzt hat es uns interessiert und jetzt bist du wieder da. Das ist total faszinierend. Ja, genau, hier oben, weil letztes Mal wurde die neue Republik Gilgit gegründet. Die war vorher Teil von Pakistan und so sieht Pakistan mittlerweile aus. Das ist Pakistan. Das hier gehört jetzt zur Volksrepublik China und da ist eine neue Republik dazwischen. Das war vorher Pakistan. Und gerade führt der Iran Krieg gegen Pakistan. Interessant. Okay. Ein Projekt ist fertig. So, ein Projekt ist fertig, genau. Grundlegende militärische Integration. Das ist schön. Ich mache nochmal auf Pause, weil ich glaube, wir müssen jetzt ask for governmental assistance. Es führt kein Weg dran vorbei. Das stimmt. Ja, wir brauchen die Aktionspunkte und Australien hat gerade 16.000 auf Kante liegen. Hier oben sieht man das. Erforschen die nix? Vielleicht haben die haben so viele Einwohner oder so, dass sie so einen großen Überschuss haben. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns mit dem Geld. Also, da kommt gut rein. Wahrscheinlich dauern die Projekte einfach so lange. Das wäre ja auch unser Ziel, dass wir unten ein Einkommen haben, dass wir quasi in der Zeit, wo wir darauf warten, dass ein Projekt abgeschlossen wird, wir automatisch wieder so viele Aktionspunkte haben. Ja, na? Und viele Aktionspunkte gibt es halt nur, wenn wir Projekte durchgesetzt haben vorher, die uns viel einbringen. Genau. So, wir können jetzt jeweils sowohl Investitionspunkte als auch Wohlwollenspunkte eingeben. Einen. Ja. Dann haben wir die Chance auf 95. Das würde ich auf jeden Fall machen. Würde ich auch gern machen. Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal sehr, sehr traurig waren, dass die 2.500 Aktionspunkte nicht kamen. Ja. Das ist richtig, richtig doof gewesen. So, und was haben wir jetzt als... Genau, wir haben einen freien Projektplatz. Ich würde sagen, wir müssen jetzt die 7 Tage noch abwarten, diese Aktion, dass wir Regierungsunterstützung bitten, durchläuft, hoffentlich positiv. Dann gucken wir uns an, welche Projekte wir als nächstes machen. Ah, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Wie schön. Das hat geklappt. Und dann würde ich direkt... Ah, dann Wohlwollen oder Investitionen. Damit müssen wir noch... Investitionen dauern noch 10 Tage, dann können wir das wieder machen. Das heißt, wir haben jetzt militärische Integration umgesetzt. Da sind wir hier unten bei der Blockintegration. Also unser Block besteht im Moment nur aus Australien und Neuseeland. Wir hatten vorher auch schon mal mehr Mitglieder drin. Das frisst aber wahnsinnig viele Ressourcen auf und besonders auch Aktionspunkte. Und da wir jetzt die grundlegenden militärischen Integration gemacht haben, haben wir hier mehrere Möglichkeiten nun. Also Sprachverbreitung. Verbreiten Sie die Sprache des Blockanführers innerhalb des Blocks. Das ist jetzt... Naja, es ist halt eine festgelegte Technologie-Tree quasi.
Neuseeland und Australien ist beides die Amtssprache Englisch, oder? Ja, und ich glaube, dazu kommen dann aber auch noch die Sprachen der indigenen Bevölkerungsanteile. Aber das ist tatsächlich interessant, weil Sprachverbreitung, danach können wir offene Grenzen, kulturelle Angleichung und gemeinsame Amtssprache, Freizügigkeitsprinzip, Sozialunion, also hier gibt dann den militärischen Strang weiter, so, dass wir Wehrpflicht von Ausländern können wir innerhalb des Blocks einführen. Deswegen haben wir das gemacht, um auch diese soziale Geschichte hier oben frei zu machen. Und wir könnten halt Vereinheitlichung der Gesetzgebung, steigern sie die wirtschaftliche Integration, indem sie Gesetze der Mitgliedstaaten vereinheitlichen. Oder Forschungsstipendien, führen sie Forschungsstipendien für Blockländer ein, um die wissenschaftliche Integration zu stärken. Wir können es mal angucken einzeln, was es uns bringt. Mhm. Geldunterhalt für Block-Anführerprojekte minus 10, Block wissenschaftliche Integration plus 10. Also je höher die wissenschaftliche Integration ist, desto besser für den Block. Aber das ist nur Geldunterhalt für die Projekte. Dann haben wir hier Vereinheitlichung der Gesetze. Oh Mann. Block, wirtschaftliche Integration plus 10%, aber 20 mehr Aktionspunktunterhalt für Blockanführerprojekte. Das wird uns da oben tief reinschlagen. Ja. Und dann Sprachverbreitung. Blockbeziehung plus 10, das ist super. Soziale Integration plus 10. Index menschlicher Entwicklung des Blockanführers, das sind wir, plus 5. IME des Blockmitglieds, auch plus 5. Also das würde uns AP bringen. Deswegen tendiere ich zur Sprachverbreitung tatsächlich. Ja. Ja, da wäre ich total dabei. Und außerdem kostet sie auch nur 1.500, wenn ich das gerade sehe. Und wenn ich mich recht entsinne, 1,9. Bei 1,9, die war auf jeden Fall über 2. Ja. Ich sehe das nur so klein, deswegen muss ich immer so ein bisschen raten. Ich brauche keine Brille, daran liegt es nicht. Nee. 1,9 und ich glaube, das andere war irgendwie bei 2,5 oder so. Ja, 2,2. Aber trotzdem, okay. Immer noch 300 sind 300. Ja. Okay, 100 Tage. Wir könnten allerdings... Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie festgestellt, dass die Block-Integrationsprojekte auch schon relativ teuer sind im Vergleich zu anderen Sachen und waren dann rausgekommen bei, wir machen das immer abwechselnd, immer ein Block-Integrationsprojekt und ein anderes. Ja, und wir haben da ja noch gerade ein anderes auch laufen. Stimmt. Wir haben immer zwei laufen, das andere, ja genau, aber das ist richtig. Ich glaube, wir sollten das auch fortführen, das heißt also, zusehen, weil diese Blockintegration ist, glaube ich, wichtig, weil das sollten wir nicht erst spät mit anfangen, um jede Sache auszubauen. Aber das andere Projekt ist definitiv immer ein anderes Projekt. Und da sind wir gerade pro Migrationspolitik und ich glaube, da sollten wir dann gleich weitermachen. Das ist in 9 Tagen nämlich auch fertig. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Und ich sehe gerade, Horsti hat Kanalpunkte ausgegeben. Das möchte ich kurz dabei sagen. Kanalpunkte gibt es hier einfach fürs Zugucken auf Twitch. Gibt es Kanalpunkte und da hat er 100 investiert, dass ich einen Schluck Wasser nehme. Das hier ist Wasser mit einem Schuss Granatapfelsaft. Prost. Ich mache mit Kaffee einfach mal mit. Der ist eh gleich leer. Ja. Okay. So, und ich behalte mal das Datum im Auge. Irgendwer hat hier mich angeblubbt. Nee? Ja. Oh yeah. Was ist denn da passiert? Rasengras, herzlichen Dank für den Follow. Wie schön. Herzlich willkommen in unserer kleinen Runde und Community.
Schön, dass du da bist. Hat sich eben geoutet, dass er bei Romy um die Ecke sitzt, ne? Mhm. Hat er. Und ich wusste es auch nicht. So, da oben passieren gerade Sachen. Ich glaube, unsere Berater, also Minister, noch zwei Tage, unsere Beraterverträge, also ich sehe die immer noch als Minister an, muss ich ganz ehrlich sagen. Projekt Pro-Migrationspolitik wurde umgesetzt. Also die Beraterverträge laufen aus. Ich sehe die immer noch so ein bisschen als Minister an, aber wir spielen ja hier in der Zukunft. Vielleicht gibt's 2027 keine Minister mehr, sondern nur noch Beraterverträge. Ich hoffe nicht. Es wäre großartig, wenn dem nicht so wäre. Ja. So, wir haben noch ein paar Aktionspunkte. Die Stalker heutzutage sind auch komisch, sagt Horst hier im Chat. Ja. Die sind auch überall. Nicht mal Ruhepause machen kann ich dann. Das ja. So, wo hatten wir denn... Ich freue mich. Wo hatten wir denn die Migrations... Was war bei Sozialpolitik, ne? Pro-Migrationspolitik. Dann kamen wir hier unten... es gibt auch Anti-Migrationspolitik. Interessant. Mhm. Anti-Immigrationspolitik. Also, dass die Leute nicht auswandern? Ja. Visafreiheit? Wir könnten dann eine Mauer um Neuseeland bauen oder so. Ja. Oder soziale Sicherheit. Also, wir könnten hier sozial einiges machen. Gucken wir mal rein. Visafreiheit. Persönliche Kontrolle plus 1, Unzufriedenheit minus 1. Okay. Sozialzuschüsse. Ah, das gibt uns plus 1 Index menschlicher Entwicklung. Unzufriedenheitszielwert minus 1. Arbeitslosigkeitswachstum plus 0,01. Okay. Mhm. Und soziale Sicherheit. Index menschlicher Entwicklung plus 1. Kosten durch Schulden plus 15%. Mindeststeuersatz plus 2. BP-Wachstum minus 0,02. Das sieht im Moment noch gut aus. Gibt uns ganz viele Möglichkeiten, hier Rentensystem, da noch was zu machen. Also wäre eine Sache, in die Sozialpolitik zu gucken, aber wir haben hier auch noch mehrere Sachen, die wir noch anders machen können. Also, ich weiß nicht, du hattest einen schlauen Zettel, was dir noch gefallen würde, oder ist das schon erschöpft? Den schlauen Zettel konnte ich nach der letzten Woche tatsächlich entsorgen. Wir hatten alles, was auf dem schlauen Zettel stand, abgearbeitet. Das ändert aber nichts daran, dass ein neuer schlauer Zettel neben mir liegt. Okay. Und ein Stift natürlich auch, ist klar. Also ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwie immer ja mal in das Spionagewesen reingucken wolltest. Ich tatsächlich. Weiß nicht, das hat uns... Ja, wenn wir mit der Gegenspionagebehörde... gibt uns einen Spionageplatz zusätzlich. Das sehe ich halt nicht, weil wir brauchen alleine 4000, um überhaupt einen Spion anzustellen. 4000 Aktionspunkte. Ich habe das erstmal geistig zurückgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, das bringt uns nicht. Jetzt vielleicht noch nicht, aber es gibt so Sachen, da weiß ich gar nicht, ob es so klug ist, damit zumindest so lange zu warten, bis man es entwickelt. Weil vielleicht brauchen wir es ja dann. Ja. Und dann fangen wir komplett von vorne an. Also wir müssen den Spion ja nicht einsetzen. Ja, das stimmt. Könnten wir uns leisten, ist relativ günstig. Kostet 5 Unterhalt. Und dann haben wir was gemacht, was wir sowieso entwickeln müssten irgendwann. Es kostet uns jetzt nicht so viel, sodass wir auch ein bisschen unser Aktionspunktekonto schonen und... ja, ich glaube, das finde ich gut. Okay, dann machen wir das. Und damit läuft das. So, jetzt müsste ich noch
Jetzt sind wir wieder. Ich würde direkt wieder investieren in Australien, um mehr Investitionspunkte zu bekommen. Sehr, sehr gerne. Ich würde es auch schön finden, wenn wir da nochmal dem einen oder anderen Bündnispartner guten Tag sagen würden. So Frankreich oder Kanada oder so. Ja, können wir machen. Frankreich. Achso, Frankreich war hier direkt vor der Tür, weil Frankreich hat hier ein Territorium. Oh. Sammlung für das Rote Kreuz. Eine Spendensammlung zugunsten der Opfer der andauernden Kriege auf der Welt. Ich erinnere mich gerade an die Spendensammlung vom letzten Mal. Da war es, glaube ich, ging es um irgendeine Flut. Ja. Da weiß ich weiß nicht mal mehr, wo die Flut war, aber irgendwie war doch das Fazit der Spendensammlung des letzten Males einfach nur, ja komm, nimm mein Geld und lass mich in Ruhe. Ja, so ungefähr. Es war so ein Wettkampf zwischen den unterschiedlichen Ländern und wer am meisten gibt, der wird irgendwie hochgelobt, aber man wusste auch nicht so richtig, was die anderen geben. Das ist, ja. Aber grundsätzlich, na klar. Ja, wir sind dabei, würde ich auch sagen. Wir sind dabei. So, jetzt sagen wir mal Frankreich. Wir haben das, warum sollten wir das nicht anderen Leuten zur Verfügung stellen? Ja. Ah, Spendensammlung startet. Die Organisatoren der Spendensammlung erwarten unseren ersten Beitrag. Wir haben unseren Namen in den Hut geworfen. Es ist also nur fair, dass wir unseren Teil des Abkommens erfüllen. Wenn Sie wollen, dass wir dieses Ergebnis für uns entscheiden, dürfen wir nun keine Ausgaben scheuen, um einen denkwürdigen ersten Eindruck machen zu können. Machen wir das Ding groß, 1000, wir haben genug Geld. Übertreiben wir es nicht, 500, Bescheidenheit ist eine Tugend, 250. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir gesagt, ach komm, machen wir das Ding groß. Ja. Also ich glaube, niemand wird... Ob wir das Gleiche nochmal machen wollen. Ja, wir haben die Kohle. Ich glaube, also ich denke nicht, unserer Wirtschaft geht's gut. Die Weltwirtschaft erholt sich zwar gerade langsam, aber deswegen ist unser BIP-Wachstum so groß. Aber wir hatten bisher noch keine Probleme damit, Geld einzunehmen und wir haben auch längst noch nicht einen super hohen Steuersatz in irgendeiner Form eingeführt. Also steuerlich geht's uns gut. Das, was wir im Moment zu wenig haben, sind Aktionspunkte. Ich hätte jetzt gesagt, machen wir das Ding groß. Machen wir groß. So. Vanatu. Welches war denn hier Frankreich? Vanatu? Das hier ist Frankreich. Jawohl, ja. Genau. Frankreich. Was wollen wir denn mal mit denen machen? Positive Aktionen. Wir könnten auch in Frankreich wieder investieren. Frankreich haben wir Beziehungen 117. Und die haben einen eigenen Block mit Andorra, Monaco und Tschechien. Interessant. Ah ja, Tschechien. Auch wirklich eine interessante Kombination. Ja. Na, investieren bringt uns ja auch Investitionspunkte. Was bringt uns investieren noch? Ist doch wirtschaftlich auch irgendwie gut, oder? Ja, auf jeden Fall sorgt es auch für Wohlwollen auf lange Sicht, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können ja mal drauf gehen. Investitionen Neuseeland, Frankreich plus 35. Also irgendwo hier, wenn ich mal in Finanzen reingucke, dann haben wir hier unten Investitionen. Ich weiß aber nicht genau, was die tun und was das genau für uns bedeutet. Auf jeden Fall haben wir hier schon 23 Geld investiert. Dieses Spiel ist immer noch in der Beta. Das muss man dabei sagen. Es teilt noch nicht alle Sachen so richtig super mit. Aber es tut anscheinend hier etwas. Und wir kriegen Investitionspunkte. Wir haben hier auch Investitionspunkte. 23 im Moment. Wir könnten nochmal 10, um das auf 80 zu boosten, dass die Investition funktioniert. Ja. Ja. Ja, alles klar. Machen wir das. Wir können das ja auch einmal dort die Reihe rum nochmal tun. Die Reihe rum. Irland hatten wir noch auf. Ja. Ombudsmann. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen.
Ombudsmann, das ist sowas wie Innenminister, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben Sophia Bernasconi. Unzufriedenheit, Zielwert in Provinzen mit nicht akzeptierter Kultur, minus 5%. Oder plus 5 Index menschlicher Entwicklung. Da würde ich gar nicht lange drüber nachdenken wollen. Ja, ja, da möchte ich auch sie hier nehmen, weil das ist ein unglaublicher, für einen Punkt IME kriegen wir, glaube ich, pro Monat plus 4 Aktionspunkte. Irgendwie sowas. Oder plus 2. Total gut. Ja. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. 74. Wir sind hier immer noch bei minus 76. Das gucken wir gleich mal. So, Irland hatten wir noch. Da haben wir eine Zustimmung von Beziehungen 131 im Moment. Da könnten wir auch... Also die sind noch in keinem Block, die könnten wir einladen, aber ich glaube, das sollten wir nicht, weil dann wird unser Negativ... Wir sollten erstmal mit Australien arbeiten, bis wir aus dieser Schleife rauskommen, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin ganz bei dir. Ja. Ja. Aber wir können hier sowohl investieren... Erst vergrößern, wenn man es abfedern kann. Ja. Weil wir sollten unser Geld investieren, um Punkte zu kriegen. Ja. Und hier haben wir auch Investitionspunkte. Dann würde ich das direkt einmal machen. Und dann, wen hatten wir noch? Kanada hatten wir noch, ne? Ja, genau. Dann haben wir hier auch Investitionen. Da haben wir auch Investitionspunkte. Dafür würde ich nicht unsere Wohlwollenspunkte ausgeben, weil die sind schwer zu kriegen und recht wertvoll. Aber mit 10 Investitionspunkten sind wir schon bei 80% Erfolgschance. Ich würde damit leben wollen. Ich auch. Okay. Dann, ich guck mal gerade, wo wir noch überall schon investiert haben. Papua-Neuguinea, Vereinigtes Königreich, Kanada, Mexiko. Mexiko wäre noch so eine Sache. Könnten wir auch nochmal. Mhm. Da haben wir leider keine Punkte. Wir haben nur 8 Investitionspunkte. Da müssen wir 65 in Kauf nehmen. Machen ja, wir, oder? Ja, komm, lass es uns probieren. Und im Königreich England, Vereinigtes Königreich, auch nochmal. Oder mal was anderes? England ist in keinem Block. Wie passend. Naja, also mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich bin sehr gespannt auf UK nach dem Brexit. Ja. Das ist echt verrückt. Aber komm, lass uns in Großbritannien investieren. Alles klar. Machen wir das, haben wir auch keine Punkte. Zack. So, jetzt haben wir die Runde gemacht bei unseren Verbündeten. Schön. Dann läuft das und wir setzen Projekte um.